Bushido.de. So Leute, willkommen in Boston. Ich bin jetzt auf der PAX East. Hier ist die Schlange, die noch nicht da ist, weil ich habe nämlich ein Exhibitor-Badge und die ganzen Leute stehen nämlich da draußen. Die warten da alle auf 10 Uhr und ja, der Voodoo ist natürlich schon am Start, das ist klar, weil wir haben nämlich von Oculus diesen Pass hier bekommen. Exhibitor-Badge. Und da können wir natürlich vorher schon rein, logischerweise. Ja, ich werde jetzt hier mal ein bisschen rumschauen, wie das alles so aussieht, ne? Und dann werde ich mal gucken, was das hier alles zu bieten hat. Ich werde natürlich hauptsächlich bei Oculus sein, weil da natürlich, schätze ich mal, die interessantesten Sachen hier passieren. Aber ich werde natürlich auch ein bisschen anders rumgucken, mal bei PlayStation vielleicht oder so. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe. So sieht's aus, also bis später. So Leute, das ist hier wirklich krass. Hier steppt der übelste Berg, guck mal da hinten. Und ja, ich habe schon ganz viel bei Oculus ausprobiert. Konnte SK2S zocken, konnte die Rift und die Quest, also die Rift S und die Quest schon so hart ausprobieren. Ich hatte viel Zeit und nachher habe ich noch mal ein paar Stunden. Morgen habe ich noch mal ein paar Stunden. Wow, also es ist echt cool und es ist laut hier. Ne? Also leider sind diese wo man das aufnehmen kann. Wir haben so einzelne Boxen hier und das ist einfach viel zu laut, um irgendwas aufzunehmen. Ich versuche es natürlich trotzdem, aber das ist relativ unvorbereitet in meinen Augen leider. Aber na gut, das ist halt so. Auf jeden Fall ist das echt cool hier. Ist aber eher so Gamescom-Style. Ne? Also es ist jetzt eher so, ja, ihr hört es ja schon. Es ist so laut hier, überall ein paar Kiddies am Rumrennen. Aber trotzdem geil, ja, so sieht's aus. Oh my god, everyone's like, oh my god, like 70 like, yeah, no. It's like everybody's filming. Oculus Rift S was a great parody. It's a good step up. It's a losing contrast and stuff, but the resolution is great, the headset balance is great. The only problem
is a fair problem. And explain that to you later. So Leute, der erste Tag ist vorbei und ja, ich habe so viel Zeug hier aufgenommen in diesem Ding hier. Ich kann euch sehr, sehr viel über die Quest und die Rift S sagen, wenn ich wieder zu Hause bin. Das ist richtig krass und es ist allerdings sehr laut hier, ne? Also ich weiß nicht, ob man jetzt überhaupt meine Stimme versteht. Das wird alles sehr schwierig, diesen Content zu zeigen, weil es halt sehr laut ist. Aber na gut. Guck mal, hier ist der Sim, der zockt hier unten gerade. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Awesome. Ja, sorry, wenn ich ab und zu in den deutschen Videos mal ein paar englische Wörter benutze, weil ich bin hier, das ist alles so englisch hier. Ich rede eigentlich gar kein Deutsch, das ist das Problem. Und ja, deswegen, sorry. Aber es war sehr interessant hier auf jeden Fall, wie immer. Viel Gaming-Stuff und so. Und jetzt habe ich schon wieder hoffnungslos. Auf jeden Fall sehr geil. Also viel Zeug. Also die haben hinten auch so Board-Games, ne? Also, wie nennt man das auf Deutsch? Brettspiele, genau. Brettspiele haben die ganz hinten durch. Habe ich auch ein paar Aufnahmen gemacht und so. Das ist ziemlich cool. Ja, der erste Tag von der PAX East war das, Leute. Bis morgen. So, Leute, jetzt sind wir hier auf einem exklusiven Event von CodeSync. Die machen zum Beispiel Shadowpoint. Und das können wir jetzt hier ausprobieren. Guck mal, die zocken das da schon. Das können wir jetzt ausprobieren. Und ich bin auch mal gespannt. Das soll ja richtig cool sein. Ne? Das ist ja so ein Puzzlespiel. Das habe ich euch ja schon erzählt in den Weekly News, dass das kam. Und ja, das ist jetzt hier irgendwo in ein bisschen außerhalb von der Stadt in so einem Haus irgendwie. Airbnb haben die gebucht. Und da können wir das jetzt ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. Guck mal, da sind schon die ganzen bekannten Gesichter. Da ist auch irgendwo der Nacy da hinten. Da. Dem waren wir gerade schon eine Einkaufstour machen. Und ja. Ich bin gespannt, wenn ich das gleich auch mal ausprobieren kann. I shouldn't punch you. What? You're real? What? Oh, oh my god. It feels so real. It feels so real. Force feedback. Right? The force feedback is amazing.
www.bitbuddy.de.